geht ab, Freunde, jetzt kommt ein weiteres Video auf meinem Kanal. Heute gibt es noch ein Tammy Abraham SBB, also Squad Builder Battle. Mit dabei ist der. Hallo, meine lieben Freunde, ja. Der liebe Boom Games ist heute auch wieder am Start. Let's go, Alter. Tammy Abraham, ich hab Bock. Hast du Bock? Ja, normal, auf jeden Fall. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Karte sieht auf jeden Fall sehr stabil aus. schauen wir uns mal die Werte an. Ja. Du hast schon gesagt, du hast mit dem gespielt, ne? Ja, ich habe den schon mal ein Spiel ausprobiert in Squad Battles und muss sagen, ja, keine Ahnung, ich sag noch nichts dazu. Seht selber, Freunde. Ja, 3 Sterne schwache Fuß, 3 Skills, ja. Nicht die geilsten gucken, Werte. Ne? Ja, ja. Und Beweglichkeit, Balance auch nicht so geil. Ausdauer geht klar. Wie gesagt, ich habe den erst gestern Abend abgeschlossen, bevor ich dir geschrieben habe, bis wir hier sitzen und die Aufnahme machen. Aber ich würde sagen, so, starten wir rein. Wir haben uns schon Spiele aufgeschrieben, Formation abgesprochen. Wir sagen, let's go. Ich halte als erstes dann für dich rein. Dann mache ich schon mal direkt hier. Oh, fuck. Ja, Freunde, ich sag's euch schon mal am Anfang, ja. Ich habe jetzt nicht so die specialhaftesten Spieler genommen. Ich habe jetzt irgendwelche. Ihr werdet selber sehen, Freunde. Okay, wir fangen mal an mit Stürmer und ZOM, ne? Ja. Also, und wie gesagt, Freunde, erstmal mit Whiteboard hier am Start. Oh ja, das habe ich noch nicht. Muss los, Alter. So, der erste Spieler, ja, den ich in meine Startaufstellung mit hineingetan habe, der neben den lieben Abraham die Tore schießen soll, ist, ja, wahrscheinlich der offensichtlichste. Wenn du den drauf hast, dann, ja, hast du wahrscheinlich sowieso drauf. Ich würde sagen, wir packen ihn direkt hinein und das ist der liebe Vardy. Digga, du hast den so mit dem spielst du? Du hast den so safe aufgeschrieben, du brauchst mir jetzt nicht so zu tun. Ja, und dein ZOM kannst du auch noch machen, ne? Dein linken ja. ZOM. Und den, naja, moin, das ist der rechte ZOM. Aber egal, wir machen einfach den rechten. Rechter ZOM ist, nee, dann mache ich den linken, ne? Ja, wenn besser. Du jetzt den linken aufgeschrieben hast, ja, okay. Dann mache ich den linken. So, der linke ZOM, Freunde, ja, das ist eine Karte, auf die ich mich schon freue, weil gegen den habe ich schon so oft gezockt und der war wirklich krass immer bei den Gegnern. Und das ist der liebe Moussa Sissoko, Freunde. Boah, was, ey? Im ZOM? Krass. Ja, ja. Damit du dir safe behalten kannst, ne? Ja, ich war mir zu 100% sicher, dass du Rashford nimmst, ne? Oh. Aber den Vardy kannst du rausfangen. Nein! doch. Nein, als ob, ey. Mann, ja. Das war so obvious, dass ich den nehmen werde. Scheiße. Oh, aber Gott. Bei Rashford war ich mir sicherer, dass du den nimmst. Bronze-Torwart? Yes, vor dem Sturm. Safe. So, dann kommen wir zu meinen Spielern. Wen willst du als erstes? Links oder rechts? Linke, rechter Sturm. Ich fange mit dem rechten an. Da habe ich eine SBC-Karte. Ich hoffe, du hast sie nicht. Ist auch eine Headliner. Und zwar Adama Traoré. Das ist der Spieler, den ich dir vorher gesagt habe, auf den ich mich übelst freue. Oh nein, den Eisenkisten habe ich auch noch so kein eklig. Spiel damit gespielt. Und links, man darf hier eine Ikone benutzen. Kommt direkt die Ikone zum Einsatz und zwar Nedved Baby. Ja, habe ich beide aufgeschrieben. Nein. Scheiße, ich habe Rashford und Salah, einfach weil ich keine Ahnung hatte. Ich dachte mir, vielleicht machst du den Rashford, aber der ist ja gar nicht linker. Ja, jetzt. Boah, aber erst wollte ich den nehmen, ne? Den. Ah, ja. Moin. Halt den Salah. Weil ich den auch als Champions League untrade habe. Ja, habe ich mir gedacht, weil du hast den auch am Anfang von FIFA gezockt, aber. Ich komme jetzt zum Mittelfeld bei uns beiden. Ich halt wieder rein. Dann kannst du reinstellen. So, wie gesagt, Passi, wenn du die hast, dann kann ich direkt aufgeben. Ja, moin, ich habe hier noch für die Torwart die Suche drin. So. Ich bin und ehrlich, ich hatte null Plan, ne? Ich hatte null Plan, was du da machst. Also mein erster ZOM, das habe ich. Ach so, das habe ich dir. Das weißt du aber, dass der Stürmer ist, ne? Den ich umgeformt habe. Ach so, nee. Aber egal. Okay, da habe ich den lieben Gabriel Jesus reingetan. Nein. Den habe ich gezogen, ne, als blaue UCL-Karte, den habe ich irgendwie mal gezogen und den habe ich gezockt und den fand ich gar nicht mal so schlecht. Dann, eine sehr, sehr offensichtliche Schiene, die ich gefahren bin, habe ich den lieben Fabinho drin. Ey, wenn du den hast, ne? Ich habe mir gedacht, okay, vielleicht denkt er, ich nehme irgendeinen anderen und nicht die offensichtlichste Schiene. Und dann habe ich noch einen, den hast du höchstwahrscheinlich nicht, Jebamin. Als normale Goldkarte, weil diese andere Karte habe ich mir nicht erspielt. So. Boah, Alter, krass. Ja, ich habe halt für ZOM Ayoze Perez in Form aufgeschrieben. Ja.
dann zu Sissoko noch Ndombele. War ich mir auch eigentlich sicher, dass du den hast oder nehmen würdest. Das sagst du ja. Ja, und einen von Liverpool habe ich. Ey, du willst mich verarschen, Passi. Wenn du jetzt Fabinho drauf hast, dann raste ich aus. Aber ich habe Wijnaldum, ne? Wijnaldum. Oh, den wollte ich fast nehmen, Alter. Okay, du hältst rein. Ja. Ja. Okay, ja. Dann fangen wir von rechts nach links an. Rechtes ZM habe ich von Wolverhampton, João Moutinho. Mitte ist Thiago in Form. Den ist er jetzt seit dem Team of the Week drin, ne? Alter, ja. Bundesliga bist du gegangen. Krass. Mhm. Und dann noch Goretzka. Ja, gut, ne? Da bin ich natürlich komplett lost. Ich wusste, dass du einen von Wolverhampton reintun musst, wegen Adama. Deswegen habe ich diesen Ndonko aufgeschrieben. Ja, dann bin ich mit Fabinho und Ndombele gegangen, weil ich dachte, bei mir hast du die schon gesagt. Vielleicht hast du ja selber im Team, aber Bundesliga, okay, interessant. Kommen wir zu den Links- und Rechtsverteidiger. Ich halte dann wieder rein, was du vielleicht nehmen könntest. Okay, dann bin ich am Start. Und ich hoffe einfach, ich hoffe einfach, dass da noch ein paar Bronzespieler bei dir hinkommen. Ja, das hoffe ich natürlich nicht. So, wir fangen an mit meinem Linksverteidiger. Es könnte natürlich sein, dass ich vielleicht eine andere Liga genommen habe. So wie man aber mich kennt, bin ich sehr faul und habe mir nicht so viele Gedanken gemacht. Also bin ich in der Liga geblieben und habe den lieben Tierney als Linksverteidiger genommen. Da gab es noch ein paar andere, noch so ein Azpilicueta oder sonst wen. Oder Van Arnold, den ich zum Beispiel FIFA 18 oder 19 richtig gefeiert habe. Habe mich dann aber doch für Tierney entschieden. Und auf der anderen Seite, sehr, sehr obvious eigentlich. Also, wenn man von Rechtsverteidigern spricht, dann nimmt man entweder ihn oder Cancelo. Und das ist dann der liebe Walker. Oh, ey, ich wollte das aufschreiben, ne? Scheiße, ich wollte wirklich jetzt aufschreiben. Aber egal, nice, ich hab Bellerin und Digne. Ja, Mann, Alter, nice. Okay, die Verteidigung steht schon mal zur Hälfte. Das ist wichtig, Alter. Das ist sehr wichtig. Ja. Okay, dann komm zu deiner zu Seite, ne? Ja, dann, ich habe Rechtsverteidiger, den ich auch aufgeschrieben habe, Bellerin. Oh. Und Linksverteidiger, Max in Form. Hä? Warte mal, wenn ich mir deine Aufstellung angucke. Okay, also ich bin eine völlig falsche Schiene gefahren. Ich habe mir erstmal gedacht, Roussillon wegen Bundesliga. Und weil der somit der beste Linksverteidiger ist eigentlich in dem Game, finde ich, von denen, die ich bis jetzt gespielt habe. Und auf der rechten Seite habe ich den lieben João Cancelo aufgeschrieben, weil ich mir dachte, João Moutinho, dann brauchst du einen guten Link, machst du vielleicht mit Portugiesen. Scheiße, Mann. Okay, ja, kann also drin bleiben. Jetzt zu den letzten drei Spielern, bevor es im Game reingeht. Und ich halte wieder rein. Okay, also. Aber warte, eins, du bist safe in der Liga geblieben, weiß ich jetzt schon. Das könnte man vermuten, dass ich in der Liga geblieben bin, aber wer weiß, ne? So, dann fangen wir mit dem ersten Innenverteidiger an. Moin, ich suche hier wieder Dream Squads. So, unser erster Innenverteidiger, für den ich mich entschieden habe, ist einer, den hättest du erraten können, weil du weißt, dass ich nicht so viele Coins zur Verfügung hatte. Mhm. Da habe ich den lieben Davinson Sanchez genommen. Der gefällt mir richtig gut dieses Jahr. Und dann habe ich noch einen, den sehr, sehr viele Leute spielen. Der ist aber leider auch nicht für einen Inform oder so gereicht. Da habe ich den lieben Joe Gomez genommen. Und im Tor habe ich einen genommen. Und da habe ich gar keinen Bock, dass du auf den drauf kommst, weil das ist eigentlich ziemlich obvious. Den habe ich nämlich gezogen. Hier, sehr schöner Erstbesitzer, Freunde. Leider untauschbar. Und da habe ich den lieben Alisson Totti Nomini. Als ob, jetzt ehrlich? Ja, habe ich gezogen. Boah, echt stabil, krass. Ja, ich habe keinen getroffen. Ich habe Cher SBC-Karte aufgeschrieben. Yes. Nice. Nächster Innenverteidiger João Gomez und Alisson. Was? Ja, Mann. Hier, João Gomez und Alisson. Kannst du rauspacken. Warte, wen hast du als geil, Alter. Warte, ja, aber hast du nicht De Gea aufgeschrieben? Nein, ich habe die so anders hops genommen jetzt gerade. Oh mein Gott, was? Aber gut, das war auch offensichtlich, ne? Ja, okay. Oh, krass. Aber Davinson Sanchez hast du nicht?
Nee, den darfst du behalten. Ja, aber schade, ey, hätte ich mir meinen Joker aufbewahrt, hätte ich jetzt einen schönen Stürmer ins Tor gekriegt. Alter Schwede, jetzt darf ich den Torwart ins Tor stellen, oder was? Jo, und mein ganzes Whiteboard fällt schon wieder auseinander. Na, immerhin. Ach du Kacke, Alter. Ciao. Aber immerhin kann ich jetzt nicht Alisson discarden, ne? Das ist auch eine gute Sache. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich eigentlich keinen, der mir so richtig wehtun würde. Ah, ja. Fuck, okay. Alter. Bevor ich dann jetzt mein Whiteboard hier zusammenbaue, mache ich erstmal meine Spieler rein. So. Ja, meine Innenverteidiger sind auf einmal. Links habe ich, könntest du echt drauf kommen, ist nicht wirklich schwer. Lucas Hernandez. Ja. Tor Lörres. Und der andere Innenverteidiger, David Lewis Flashback. Oh, bin ich doof. Scheiße. Ja. Oh, ich habe aufgeschrieben Ederson, weil ich dachte Brasilianer, ja. Laporte, ja, und Hernandez halt, ne? Ah, okay, der war so offensichtlich, ich weiß. Boah, ich dachte, du gehst mit den Franzosen in der Innenverteidigung. Ah. Ja, aber da wird es natürlich dann... Ja, da kommt der Torwart hin, ne? Ja, wollte schon sagen. So, let's go. Okay, wir sind jetzt im Game drinne. Ich hoffe der Bronze-Torhüter, Junge, der kommt jetzt, der holt dich. Ich hoffe, es wird gut. Ja, nein! Jawohl, ja, 1-0, genau. Adama! Digga, das war ja wieder EA at its best, Alter. Der Sissoko schießt einfach mal selber rauf und macht den rein, Junge! So sieht's aus! Let's go! Was? Alter Lörres! Technische Problems hier wieder. Oh, und da machen wir direkt das. Oh, was? Lörres! Alter, der ist schon wieder ganz weit vorne. Ey, guckt euch das an, Freunde! Alter! Alter, Mann. Junge, das ist ja nicht mehr, ist ja nicht, ja genau. Digga, wie ist der Pass da durchgekommen? Oh. Was? Das ist ja nicht mehr, das ist ja nicht mehr legal, Alter, was der da macht. Alter, Mann, gib ab, 2-1. Das war aber mein Keeper. Doch, das war mein Keeper. Ehre genommen. Ja, Lörres, Alter. Digga, wie. Jetzt macht er hier wieder einen auf. Spezialist. Ja. Oh. Oh. Ey, der Keeper hält mal ein. Der Bronze-Torwart. Elfmeter? Nee, oder? Elfmeter? Elfmeter! Was? Was? Und mein Bronze-Torwart, guck mal, wie klein der ist. Der kommt nicht mal an die Latte ran. Oh mein Gott. Jawohl! Tammy Abraham! Das gibt's doch gar nicht, Digga. Das gibt's doch gar nicht. Durch die Beine irgendwie noch. Oh mein Gott, Abraham. Guck dir das an. Der kriegt den einfach nicht. Ey. Ey. Ist das dein Ernst? Oh! Komm! Ey! Warum geht der Verteidiger da nicht hin? Warum geht der da nicht hin? Was war das denn? Aber wieso geht David so Chancen da nicht hin? So, fertig. Ich bin ready. Okay, oh, okay, Discord, let's go. Also drei Picks habe ich. Zwei, die ich nicht unbedingt gerne weggeben würde. Wer ist es nochmal? Abraham und? Jesus, die würde ich nicht gerne weggeben. Jesus. Entweder nehme ich beide IVs plus Torwart, beide Mittelfeld oder alle drei Sturm. Mhm. Ah, nee, stimmt, du hast ja nur den ganzen. Ja, ich nehme IV. Den linken. Mhm. Rechten ZOM. Warte kurz, ich muss die diskarden. Sag mal, wer es ist. Jesus. Jawohl. Dann welcher ZOM? Also rechter ZOM. Scheiße. Erwin. Sanchez. Den mag ich, den habe ich gern gespielt. Und den Rechtsverteidiger. Oh mein Gott. Alter, das ist Bronze. Alter. Wobei Abraham, oh, der war Linksverteidiger. Scheiße. Digga, du hättest die ganzen guten getroffen. Aber Fabinho ist noch Gott. Da. Und wer war noch IV und Torwart? Die waren beide Bronze. Boah, zum Glück habe ich das nicht genommen. Hättest du Innenverteidiger, Torwart und Rechtsverteidiger jetzt alle Bronze getroffen, lol.
Boah. Echt gut, Alter. Ja, Freunde, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, mach hier Support nochmal, weil ich möchte auch jetzt wieder aktiver werden. Checkt den Kanal von Karen aus, Boom Games, ist ja erst in der Videobeschreibung. So sieht's aus. Lasst ihn gerne ein Abo da. Ja, würde ich sagen, hast du die letzten Worte. Jo, hat auf jeden Fall wieder richtig Bock gemacht. Abraham, abschließend, ja, ist jetzt vielleicht nicht so die geilste Karte, aber konnte man auf jeden Fall machen. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Danke, dass ich hier auf jeden Fall am Start sein durfte. Haut rein, Freunde. Euch noch einen schönen Abend, morgen oder nachts. Ciao.